Natürlich sind wir unfassbar enttäuscht, auch ich glaube, das hat man gestern direkt gemerkt. Wir merken natürlich auch, dass alle mit uns enttäuscht sind auch und dass ja, das natürlich noch mehr wehtut, weil genau das ist das, was wir eigentlich auch zurückgeben wollen dann. Gute Stimmung, Siege, so wie es vorher auch die ganze Zeit war. Ja, und im Moment fällt uns das alles nicht mehr ganz so einfach. Ich glaube, das sieht man auch, aber ja. Ich weiß nicht, ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, weil jeder Junge wirft sich komplett rein und im Moment brauchen wir auch einfach jeden, den wir im Kader haben. Ich glaube, das hat man auch gesehen gestern dann, wenn spontan Kolo und Gibi zum Beispiel ausfallen, egal wer spielt, jeder gibt immer Vollgas. Trotzdem gab es eine harte Kritik auch von Markus Krösche, der gesagt hat, gerade gegen Stuttgart, die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen. Er hat auch gesagt, natürlich schon vor diesem Spiel gegen Augsburg, einen Schritt mehr machen, es muss mehr kommen. War auch deshalb unzufrieden, weil er gesagt hat, in der zweiten Halbzeit haben wir uns keine Chancen herausgespielt. Ich glaube, das ist das, was wir aber auch wissen selber. Ich glaube, das ist aber auch das Problem, was jetzt halt nicht mehr so einfach läuft. In der Hinrunde oder auch vor den Spielen, sagen wir mal noch Schalke, Bremen oder Hertha, da hatten wir auch schlechte Phasen im Spiel, aber wir hatten halt auch Drangphasen, wo wir immer wieder nach vorne gekommen sind, vor das Tor und Tore gemacht haben. Ja, das ist jetzt ein bisschen anders und leider fangen wir uns auch immer Gegentore. Deswegen wir dann leider nicht 1-0 gewinnen, sondern nur 1-1 spielen. Und ich verstehe, dass er, also ich verstehe seine Kritik und auch, dass er sauer ist. Ich glaube, wir Spieler sind genauso sauer auf uns selbst. Aber ich kann nur das sagen, was ich im Training sehe. Jeder gibt Vollgas und auch am Spieltag, jeder probiert sich reinzuhauen. Wir hatten auch das Gefühl, gerade zu Spielbeginn haben wir gesagt, ups, Ball läuft eigentlich ganz gut für eine Mannschaft, die vielleicht gar kein so großes Selbstvertrauen hat. Also diese ganzen Zutaten für unser Spiel, die sind ja da, ja, oder? Ja, natürlich. Aber wenn du dann auch mal vielleicht einen ersten Moment hast, wo du gegenhalten musst auch, ist jetzt so, dass wir vielleicht nicht einfach gegenhalten und ganz normal weiterspielen, sondern dass wir gegenhalten und überlegen, gerade zweimal überlegen und dann vielleicht den einen oder anderen Fehler machen. Und ja, das müssen wir halt wieder abstellen. Aber klar, die Worte von Markus verstehe ich auf jeden Fall und sind auch richtig. Stuttgart, anderes Spiel, anderer Wettbewerb vor allem. Kann man da mal sagen, okay, Bundesliga lassen wir jetzt mal außen vor. Hier geht es eigentlich nur darum zu gewinnen. Wir haben ein ganz großes Ziel, nach Berlin zu kommen. Kann man das so einfach machen, so den Schaltern umlegen? So einfach ist es nicht. Ich hoffe natürlich, dass es so klappt, wie wir es dann geschafft haben gegen Union Berlin hier im Heimspiel. 2 Wochen zuvor da verloren und dann Union sehr souverän auch im Pokal geschlagen. Und ich hoffe, dass wir dieses Gesicht auch aufrufen können im Pokal. Stuttgart ist eine Mannschaft, die jetzt gerade schon unter Sebastian Hoeneß einen Lauf zu haben scheint. Haben Gladbach geschlagen, 2-1, natürlich auch im Pokal, ja auch schon unter Hoeneß in Nürnberg gewonnen. Glaubst du, es gibt ein vielleicht sogar ein bisschen offeneres Spiel als jetzt so wie so ein Spiel gegen Augsburg? Ja, ich glaube, Pokal-Halbfinale ist für beide die Chance weiterzukommen relativ ho hoch oder gering, je nachdem. Ist, glaube ich, ein 50-50-Spiel. Wichtig wird sein, dass wir einfach diese 50-50-Duelle dann auch für uns entscheiden, weil genau dann können wir dieses Spiel auch zu unseren Gunsten entscheiden und ins Finale einziehen, was auf jeden Fall das Ziel von jedem bei uns im Verein ist. Du hast vorhin gesagt, jeder wird gebraucht im Kader. Bei dir ist es ja auch so, dass du auf einer Position spielst, die jetzt nicht unbedingt die gelernte ist. Obwohl, du hast ja auch in der Dreierkette im Europa-League-Finale am Ende auch gespielt. Wie wohl fühlst du dich da? Ja, es ist schon nochmal was anderes, komplett. Vor allem ist auch nochmal was anderes, wenn du nur einen Teil des Spiels da spielst oder ein gesamtes Spiel. Ja, und auch ich muss mich daran gewöhnen und hatte dann auch natürlich ein, zwei Gespräche mit Trainer und Videoanalysten, was ich in der Position halt anders machen muss, als wenn du dann links spielst. Wir haben schon das Gefühl, dass gerade ein Pokalfight für einen Spieler wie dich wie gemacht ist, oder? Ja, ich hoffe, ich kann mich auch reinwerfen und unseren Jungs einfach helfen. Mir ist das einfach wichtig, dass die Vorderleute wissen, die können einfach mal machen und müssen nicht dann nachdenken, was dann hinten passiert. Ja. Und ich glaube, das haben viele von uns, dieses Engagement, aber gerade ist halt einfach nicht die einfachste Zeit. Vielleicht ab Mittwoch dann. Hoffentlich. Alles Gute dafür.